Willkommen zu Dungeon Defender 2 mit dem Blue Chrom. Moin Moin. Und mit mir, Latan. Das ist unser neues Projekt und zwar ein Let's Play Together. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. So richtig Plan haben wir nicht, aber das gehört bei uns zum Programm. Und von daher überlasse ich mal das Feld jetzt Latan, überlasse ich mal das Feld jetzt Blue Chrom. Denn der wird hier jetzt mal die Quests auswählen, die genau. wir zu absolvieren haben. So, eine kurze Info, wir haben uns für zwei Klassen entschieden. Der gute Latan hier, ne, wie ihr seht, spielt den Magier. Ich habe mich für einen Hunter entschieden. Und wir werden auch nachher noch was zu den Skills sagen. Wie gesagt, aktuell haben wir nur die Standard-Skills, einen Schuss bei mir und eine Falle. Und das gleiche hat auch Latan. Also bei mir ist es hier quasi einmal der Stab, den kann ich mit der linken Maustaste so hintereinander wegballern lassen. Und wenn ich die rechte Maustaste drücke, dann lädt der quasi auf und macht so einen stärkeren. Dann mein Zauber-Skill auf der Taste 1 ist ein Wirbelwind. Und die Waffe oder die Verteidigungswaffe, die ich legen kann, das ist mit der 5. Das ist hier so ein Geschützturm, der verschießt Feuerbälle. Hoppala. Wie bricht man das ab? Ja gut, der gute Latan, der darf schon so coole Türme legen. Ich darf hier nur Fallen legen. Das heißt, wenn die reinlaufen, explodiert die Falle einfach. Wir können das unten an den Puppen kurz zeigen. Da kann man das, da kann man nämlich, glaube ich, diese Fallen mal legen. Die lösen aber, glaube ich, nicht aus. Ja, weiß ich nicht. So, ihr seht jetzt bei mir, die Leute, die bei mir das Let's Play anschauen, dass ich den Turm so ausrichten kann. Und jetzt machen wir das einfach mal. Und dann seht ihr, genau, wie der wunderbar feuert. Und mein Tornado, der macht auch ein bisschen Schaden. Und ich habe so die Möglichkeit, so Bombenpfeile zu werfen mit der 1. Und die betäuben den Gegner dann auch sozusagen. Ja, das war's ja schon mit den Skills. Dann würde ich sagen, wir starten gleich mal die erste Mission, das ist eine Einführungsmission, die bekommt man, sobald man einen neuen Charakter erstellt. Wir machen jetzt einfach mal gemeinsam. Gut, also so ein ganz kleines bisschen haben wir uns das schon angeguckt, damit wir nicht ganz so planlos sind. Denn uns haben sich ja doch die ein oder andere Frage gestellt. Und das macht es nicht besser, das kann ich euch garantieren. Es gibt sicherlich viel zu lachen und viele Fails. Ja, wie gesagt, die ersten Level werden ziemlich einfach sein, aber wie gesagt, wir haben uns ein bisschen angeschaut. Es wird dann deutlich schwieriger, man kann die Waffen dann noch upgraden und so weiter. Und denke ich mal, wird viel Spaß sein. Gut. Okay. Wir haben zum Beispiel, huch, warum sieht man noch keine Wege? Weil die Waiting for Players noch ist, 2 Sekunden. Ach ja, genau, okay, alles klar. So. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass es eine echt beschissene Idee ist, direkt vor den Ausgängen, wie hier, seine Waffen aufzubauen. Denn wir kommen hier nicht durch. Die Waffen scheitern an dieser Barriere, aber die können von drin draußen auf die Waffen schießen. Wir können ja mal, für alle, die Dungeons Defender generell nicht kennen, Dungeons Defender ist im Endeffekt ein Tower Defense Spiel. Das heißt, man hat hier Tore, wo die Monster rauskommen. Die seht ihr mit so einem hell leuchtendes Tor. Und da gehen so Strahlen raus. Und an diesen Strahlen laufen die Minions, die gegnerischen Minions, immer zu einem Objekt drauf zu, das man verteidigen muss. Und wir müssen halt Türme platzieren und Fallen platzieren, um zu verhindern, dass die Minions das Gegenstand angreifen. Genau. Und wenn ihr seht, auf der Map oben, also oben rechts, da bewegt sich auch jetzt gerade Blue Chrom hin und her. Dort haben wir 3 Augen und aus der Richtung kommen dann quasi die Gegner. Und wir haben festgestellt, dass es eigentlich ganz sinnvoll ist, die Waffen so aufzustellen, dass die hier nicht direkt angegriffen werden können. Denn es gibt noch so Range-Gegner, die attackieren dann quasi diese Geschütze und deswegen werde ich hier mal die ersten Türme so aufstellen. Es gibt dann noch so Objekte, mit denen man interagieren kann auf der Karte. Ihr seht hier zum Beispiel hier so ein Fire Card. Warte mal, ich komme zu dir, dann können wir das gleich gemeinsam angucken. Warte mal. So, genau.
Wenn man das aktiviert, dann schießt es automatisch auf den festgelegten Bereich. Genau. Ein Gegenstand. Ist gleich auf der gegenüberliegenden Seite. Und hier ist so eine Eismaschine. Die macht im Prinzip das Gleiche. Okay, bist du da? Dann zeigt. Ja, genau. Glukom hat es schon gezeigt. Und die freezen dann quasi die Gegner. So. Und ich habe jetzt hier mal zwei Türme aufgestellt. Ich würde den dritten hier aufstellen. Genau, wie gesagt, das ist der Anfangslevel. Da gehen wir jetzt relativ schnell auch gleich durch. Und den machen wir mit links. So. Und jetzt kann man mit Umschalttaste quasi sehen, welchen Bereich die abdecken, die Waffen. So. Und das Gleiche werde ich jetzt versuchen, hier unten zu machen, oder? Da hast du schon deine Minen gelegt. Da brauchen wir, glaube ich, nichts mehr zu machen. Ich werde noch mal hier vielleicht eine hinstellen. Das ist allerdings ein bisschen. Ja, hau noch ein paar Türme raus. Ja, ja, schau noch ein paar Türme hier so raus. So. Ich glaube, hier die Stille ist ganz gut. Und einen kann ich noch. Den baue ich vielleicht so auf, dass der hier drüben das ein bisschen deckt, oder? Genau, man, den einen Gegner noch. Genau. Gucken. So, ich denke mal, so wird es ganz gut sein. Ich hoffe mal, der ballert von da oben dann auch runter. Im späteren Verlauf des Spiels ist es so, dass man die Waffen und Verteidigungsanlagen auch noch upgraden kann. Jetzt hat Blukom übrigens schon G gedrückt. Und mit G geht's dann los. Es geht los, unsere erste Welle. Oh mein Gott. Oh ja. Da. So, ihr habt es vielleicht gerade eben gesehen, wenn ich den Wirbelsturm drauf mache, dann werden die Gegner hochgehoben. Man kann ja dann, wenn die Minions tot sind, auch die Objekte einsammeln. Genau. Es gibt Münzen zum Einsammeln, es gibt so grüne Kristalle zum Einsammeln. Die grünen Kristalle braucht ihr übrigens für die Waffen, ne? Und die blauen Kristalle, also sind zum Beispiel, zumindest bei mir als Magier, wichtig, um meine Zauber wirken zu können. Ich bin jetzt voll, deswegen liegen hier weiterhin die blauen Kristalle rum. Und willst du das sagen mit dem Looten? Wie das funktioniert? Man kann die Items einsammeln beim Looten oder wie gesagt, wenn man sie nicht einsammelt, dann werden sie automatisch am Ende des Gefechts automatisch eingesammelt. Wenn man es eingestellt hat, oder? Ja, Inventar. Du musst es einmal im Menü einstellen, aber du wirst darauf hingewiesen, du kannst deine Mission starten, ohne dass du es aktivierst. So, wunderbar. Und da haben wir dann schon Level Up. So, ich werde jetzt mal die Eismaschine hier bedienen. Aber wir könnten vielleicht ein bisschen noch was aufbauen, oder? Ja. Hast du schon gedrückt, ja. Und dann baue ich nämlich hier noch einen Turm auf. So. Dann soll ich da drüben auch noch einen aufbauen? Kannst du, ist ja alles voll. Ja, was, ist egal, ich baue hier trotzdem einen. So, ein bisschen mehr so, genau. Okay. Müssen wir irgendwas reparieren? Nö. Mit R repariert man im Übrigen. So, ich habe noch ein bisschen repariert. Brauchst du drüben noch einen Turm vielleicht? Nein. Sie können starten. Ich baue dir trotzdem einen hin, komm her. Ist egal. Aber man kann auch nicht unendlich Verteidigungsanlagen bauen. Wenn ihr seht, unter der Karte gibt es so einen kleinen Turm auf der rechten Seite. Da seht ihr jetzt 680 von 800. Was wir können maximal, es hat Lata einen Turm gebaut. Das können wir nur noch 80 Punkte investieren in Verteidigungsanlagen. Genau. Jetzt ist die Zeit, läuft jetzt gerade ab, weil Blukom das G schon gedrückt hatte. Und wenn ich dann zu lang brauche, dann geht's los. So. Genau, ich muss Latern immer etwas antreiben. Ja. Im höheren Level wird uns das wahrscheinlich das Knick brechen, wenn er zu schnell ist. Jetzt benutze ich mal die Eiscreme-Maschine hier. Genau, und dann mache ich einfach mal einen wunderbaren Wirbel drauf. Latan, du sollst kein Eis essen, du sollst hier kämpfen. Ach was,
Alles Gerüchte. Oh. Soll ich dir helfen, Nathan? Nee, ich komm klar. Echt? Alles gut. Alles gechillt. Bist du sicher? Absolut sicher. So. Im Übrigen kann man sich auch nichts weglooten. Also das ist ist schon so gemacht, dass quasi jeder sein Zeug hat. Das heißt jetzt alle Rüstungsteile oder Waffen, die hier so rumliegen, die gehören mir oder die Münzen hier oder so. Nur bei den grünen Kristallen weiß ich nicht genau, wie das ist. Da kann es schon sein, dass dass man sich die gegenseitig wegluten kann. Aber man kann die auch wieder teilen. Das heißt, wenn jemand braucht, dann kann man die teilen. Weißt du, ob man schon aufrüsten kann? Nein. Ich habe keine Upgrade-Möglichkeiten. Okay, gut. Alles klar. Weil bei mir irgendwas steht von wegen 27 und so. Ne, doch, das geht. Oh, ne, Quatsch, ich hab's zerlegt. Oh Gott, sagen. Mein Fail. So, bauen wir es wieder. Gut. Dann, ich baue hier noch einige. Brauchst gar nichts. Ist voll, wir sind voll. Wir sind voll, genau. Ja, ist genau. Jetzt sieht man auf der rechten Seite diese 800 an dem Turm. 800 von 800, das heißt, wir bauen nichts mehr. Gut, dann. Das ist die letzte Welle übrigens, Leute, in dem Level. Das heißt, da kommt immer ein fetter Boss. Ein fetter Boss. Das sieht man auch, wo der dann kommt, der Boss. Das wird irgendwie angezeigt. Ja, bei dir kommt er. Bei mir, gehen wir zu Lata. Oh ja, da kommt er. Ist die Eiscreme-Maschine soweit? Nee, die braucht noch. Ja, weil du wieder Moment. Eis gemacht hast. Ja. Oh, der ist immun. Komm, ich kann stunnen. Mal ein Heavy drauf machen hier. Zack, schwerer Angriff. Zack. Weg ist er. Und da geht er down. Ja, unser erster Boss besiegt. Also, Bluecom hat es ja schon gesagt. Für alle, die jetzt denken, oh, das ist aber leicht und so. Das ist jetzt nur am Anfang so. Später wird es noch eine ganz andere Hausnummer hier. Gibt dann auch immer mehr Wege zu verteidigen, immer verteilter. Lufteinheiten gibt es später auch noch. Ja. Gut, da haben wir es geschafft. Yeah. Ich habe nur eine normale Kiste bekommen. Also ich habe auch hier nur so eine normale Gimmelkiste. Also wie ihr seht, wird man von Items ziemlich überflutet. Das ist der Punkt, wo man sagen, das ist noch fast ein bisschen zu extrem. Ja. Man kriegt unglaublich viele Items. Ja, also wir haben schon gesagt, es wäre uns fast lieber, es wären weniger, aber dafür bessere. Dann würde man vielleicht nicht jetzt bei jedem Run überschwemmt werden mit Items. Aber wenn man dann hin und wieder mal was bekommen würde, was dann eben auch wirklich Sinn macht. Lass mich mal kurz ins Inventar gucken. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das mit dem Auto... Genau. Auto Collect. Und anscheinend soll man jetzt auch irgendwie sortieren können. Ja, hat's ja geheißen. Kannst sortieren. Customize. Dann kannst du einstellen, nach was du sortieren möchtest. Nach Type, Hero und so weiter. Ah, okay. Wunderbar. Ich tue mal nach Type. Okay, ich gucke jetzt mal kurz nach den Waffen. 49, 49, 44, 46. Die hat Hero. Also Hero, das bin ich dann immer, ist dann immer der Charakter. Jetzt
bei mir eben der Magier, bei Bluecom dann eben der Jäger. Und Hero Health heißt dann eben, das stärkt dann quasi die Lebensenergie. Und sowas gibt es dann auch noch als Defense, das heißt also unsere Verteidigungsanlagen. Jetzt bei dem Stab zum Beispiel erhöht es den kritischen Schaden von den Verteidigungsanlagen. Und ich habe mir überlegt, ich werde ein bisschen verstärkt auf solche Verteidigungsanlagen gehen. Und daher, jetzt läuft die Zeit ab. Ja, wenn das so ein bisschen mischen, ich wäre so auf halb-halb gehen, ein bisschen Verteidigungsanlagen, ein bisschen Heldenschaden. Da. Genau, jetzt gucken wir gleich, wie wir das machen. Ich denke mal, dass wir in späteren Let's Plays vielleicht dieses Looten, also dieses Auswählen des Equipments überspringen werden. Denn es dauert zum Teil halt schon relativ lang, bis man da das Passende dann für sich gefunden hat. Jetzt am Anfang ist es noch nicht so dramatisch. Ja, das waren jetzt eigentlich auch wenig Items. Letztes Mal haben wir, glaube ich, um die 25 Items in einem Level bekommen und das ist dann schon... Ja, das ist dann schon arg viel, ne? Da Wahnsinn. Ist man dann halt schon unglaublich viele Stats auch vorhanden sind und das ist dann schon... Genau. Naja. Bist du bereit, Herr Laton? Können wir die nächste Aufgabe starten? Warte mal kurz, ich bin gerade dabei, Defense Power und Defense Health. Das werde ich mal ausstatten. Und den Rest, den könnt ihr dann verkaufen. Und da bekommt man dann Münzen. Stimmt. Und mit diesen Münzen, jetzt habe ich hier 19.000, das liegt daran, dass wir ja schon ein bisschen reingespielt haben, um reinzuschnuppern. Mit diesen Münzen könnt ihr dann hergehen und könnt zu diesem Händler hier. Ich warte gerade mal auf Bluecom, der möchte es bestimmt auch ganz gern zeigen. Da kommt er. Und zwar, wenn ihr dann mit dem sprecht, da könnt ihr dann quasi für diese Münzen Equipment kaufen. So. Die sind aber meistens alle schon auf Level 20 zur Verfügung gestellt. Ja, zum Teil sind die dann ein bisschen über dem Level. Und die anderen Münzen, die ihr gesehen habt, und zwar hier diese blauen, wo ich jetzt noch 1850 habe, das ist die Währung, die ihr später, wenn das Spiel dann mal rauskommt, für Echtgeld kaufen könnt. Um damit dann spezielle Truhen aufzumachen oder so. Der Laton lügt, die Währung ist jetzt schon aktiv, das heißt, ihr könnt jetzt schon Geld in das Spiel investieren. Ah, das wusste ich nicht. Wie ihr seht, hat Laton schon etwas Geld. Ich habe zum Beispiel 0 dort stehen. Das liegt daran, dass ich nur einen Key für das Spiel genommen habe. Und Laton hat sich ein Paket gekauft, so ein Starter-Kit gekauft. Und deswegen hat er schon Geld. Genau, deswegen habe ich ein paar von diesen Münzen schon. Genau. So. Laton zum Beispiel hat wahrscheinlich in seinem Rucksack auch keine von diesen Lockboxen, die ihr bei mir seht. Die kann man öffnen, aber die kosten entweder auch Geld oder so einen Schlüssel. Aber diese Schlüssel, die bekommt man dann später im Spiel. Genau. Und bekommt man dann durch Daily Missions, kann man die dann kaufen. Genau, ich habe jetzt gerade nochmal mein Equipment aufgemacht und da habe ich keine von diesen Lockboxen. So. Da war übrigens, gestern hatte ich mal eine. Da war dann ein spezieller Skin für einen Hut drin. Also jetzt nichts, wo man, sagen wir, jetzt extrem fürs Spiel brauchen würde. Gut, starten wir die nächste Mission. Start zu mischen. Okay, sehr schön. Gut, wir müssen ein bisschen die Zeit im Blick behalten. Ja, deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Gut, dann geben wir mal ein bisschen Gummi. Wie gesagt, die ersten Missionen, da werden wir auch unsere Wege noch nicht groß absprechen müssen, weil sie sind dann schon leichter, was letztes Mal die Erfahrung gemacht. Ich möchte mir einfach mit euch schnell durchmachen und genau, was ihr gesehen habt. So, jetzt haben wir ja vorher ziemlich viel erklärt, das heißt, das war jetzt nicht mehr ganz so viel. Aber ich denke mal, es dann auch nicht immer, wie gesagt, um alles erklärt hat. Ja. So. Setz den mal ein bisschen weiter zurück.
Wie gesagt, die Karte hat im Endeffekt auch nur drei Wege wie die letzte Karte. Oder ich setze die hier hin. Und die zwei Wege übernimmt Latern hier meistens mit Fallen. Genau. Und wir hier relativ alles gut erreichen können. Einen Turm hinstellen hier, vielleicht ums Eck. Ich glaube, das ist ganz gut. Nee, lass doch direkt schießen, die Türme, oder? Naja, ich will nicht, dass wenn später die Rangler kommen, weil da kommen jetzt dann als nächstes Rangler, dass die quasi die schon aus der Distanz unter Beschuss nehmen können, sondern ums Eck kommen und dann sind die ja auch relativ nah dran. So, von mir aus können wir. Oh. Also wir stellen uns jetzt hier hin und übrigens, wir müssen hier dieses Wasserrohr defenden und wir müssen unser Main, wie nennt man das, unser Main Hut defenden, das ist dieses Fass. Und vorne bei dir an den Fallen geht es schon schwer rund. Oh, da geht alles in Ordnung. Da habe ich einen Blick drauf. So. Sehr schön. So, die Welle ist auch gleich zu Ende. Ihr seht es oben rechts neben dem Auge. Da seht ihr, wie viele noch Monster kommen. Und da warst du schon wieder mit der Welle. Ja, wunderbar. Continue. Wir werden später dann auch noch solche Anlagen bekommen, mit denen man die Gegner aufhalten kann. Soll ich dir vielleicht hier auch nochmal ein Türmchen hinstellen? Kann man zum ersten Mal auch die Dinge upgraden. Oh, kann man, ja? Ja. Dann sollten wir das vielleicht tun. Oh, ich create mal meine Minen hier ab. Nee, nicht. Ich will es nicht verkaufen. Einen einzigen Turm hier hinstellen, das geht. Dass wir den Weg hier fast gar nicht beachten müssen. Ja, machen wir gleich. Dann stelle ich den hin, nicht, dass mir hier die Kohle ausgeht. Und ich grade den gleich ab. Kannst du hier in die Ecke stellen, ja, genau. Hier so? Genau. Oh. Okay. Dann tu den am besten gleich noch mit Upgrade und dann ist der safe. Genau, genau, genau. So mache ich das. Und brauchen wir jetzt auf den Weg hier gucken. So. Gut. Das ist soweit schick. Combat Phase. Lass sie uns alle töten. Sehr schön. Wie gesagt, auf der Phase ist halt noch so, wie ihr seht, der eine Weg wird eigentlich komplett von den Tauern und Fallen alleine gemacht. Es ist halt so, dass am Anfang die Fallen relativ stark eigentlich sind. Ja, aber wenn dann später auch später schwere Missionen, diese ist dann auf der Schwierigkeit noch im normalen Modus aktiv, man kann sogar auf den schweren Modus umschalten. Den machen wir dann aber auch ganz sicher. Und da werdet ihr euch uns failen sehen. So schaut's aus. Ja, wunderbar. Der Boss kommt in der Mitte. Boss kommt in der Mitte? Ja. Wenn der Boss in der Mitte kommt, dann würde ich doch vorschlagen, machen wir hier noch ein bisschen was hin. Oh. Das klingt nach einem durchdachten Plan, Alter. Ja. Vor allem würde ich jetzt, glaube ich, erstmal das upgraden hier. So. Und
Ist übrigens schon wieder die letzte Welle für diese Map. Habe ich noch? Ja, ich kann noch was bauen. Ihr seht jetzt auch, wir haben 600 von 800. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. So, und ich baue mal noch eine hier hin. So weit kommen sie eh nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Das ist das Wichtigste. Weil der Ladan baut hier auch ein bisschen schön preismäßig. Das heißt, er versucht meistens den Designpreis Dungeon Defender zu gewinnen. So ist es. Ich will ja meinen Abonnenten und Zuschauern und allen, die es noch werden wollen, was bieten. Die wollen gar nicht bei dir zuschauen, Ladan. Ach so, ja, stimmt. Zwingen die immer. Ja. Guck, die gehen nur auf deine Fallen. Ja, das ist sehr gut, wenn die auf die Fallen gehen, dann gehen sie nicht. Deine anderen Dinge haben gar nicht geschossen. Oh, da haben wir jetzt so ein Schild. Das ist sehr schön. Das werde ich euch aber dann im nächsten Part zeigen. Ja, die Latte will die Spannung aufrechterhalten, dass ja, sie wieder zuschaltet. So ist es, genau. So, wunderbar. Das geht ja wie nix. Das war's. Das war's. Wir gehen nach Hause. Victory. Ja, dann würde ich sagen, ist die Folge auch schon zu Ende, oder Herr Latan? Was meinen ja. Sie dazu? Also der Loot, der muss ja noch sein. Ja, sonst heißt es wieder, ich mache, ja, dann ist es ein bisschen Überlänge fürs erste Mal. So, da war die Kiste offen und da haben wir ein paar Sachen bekommen. Jede Menge Items. Jede Menge Items. Und dann würde ich sagen, schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir hier versuchen, die Wellen an Goblins und an anderem Gesocks irgendwie aufzuhalten. Würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Damit wissen wir, okay, euch gefällt das und wir machen das weiter. Und wenn es euch nicht gefällt, dann ja. Machen wir es trotzdem weiter. Genau, machen wir es trotzdem weiter. Aber es klingt gut, wenn wir es sagen. Es klingt gut, genau. Okay, dann bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.